ich begrüße dich zum neuen Impuls aus meinem Alltag für deinen Alltag. Zwar hatte ich heute Morgen wieder eine Erkenntnis und möchte sie dir aufsprechen, also sie mit dir teilen. Das ist etwas, was ich sowieso schon gewusst habe, aber das sackte heute noch mal so ein bisschen tiefer. Ich hatte heute einige Termine und kam gerade von dem einen Termin wieder und es ging dann nahtlos in den nächsten über. Und in mir war so eine innere Hektik, so musste ich beeilen, damit du pünktlich halt auch da bist. Und dann habe ich gemerkt, dass in mir war es mir eher nach Durchatmen. Ich habe das Auto geparkt und blieb erstmal eine Zeit lang im Auto sitzen. Und die Sonne schien so auf mich und ich habe einfach geatmet, die Sonne genossen, habe diesen Augenblick genossen, habe die Ruhe gespürt, die in diesem Augenblick da war und habe sie ausgekostet. Auskosten ist ein richtig schönes Wort, wenn man es mal so auf den Basen des Wortes auf der Zunge zergehen lässt. Ich bin so richtig in diese Ruhe eingetaucht. Bin dann auch mit dieser Energie der Ruhe in den nächsten Termin rein. Und mir ist damit wirklich klar geworden, wie häufig ich unbewusst immer noch nicht mich und meine Bedürfnisse in den Vordergrund stelle. Und eher darauf achte, dass ich es für mein Gegenüber, für den nächsten Termin, für was auch immer, so richte, dass es für den anderen angenehm ist. Ohne darauf zu achten, was ich gerade brauche, damit es für mich gerade jetzt angenehm ist. Ganz egal, ob es vor einem Treffen ist, Telefonat oder was auch immer, währenddessen oder auch wenn du mit dir alleine bist, wenn deine Gedanken immer wieder sich um andere Menschen kreisen, bist du mit ihnen nicht bei dir, kannst du dadurch die Energie, die an diesen Gedanken hängt und die Zeit nicht für dich aufwenden, sondern du wendest sie für andere auf und lässt damit eine Gelegenheit an dir vorbeigehen, die du eigentlich hättest nutzen können, um für dich da zu sein, um deine Energiereserven aufzufüllen. Wir geben, 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 geben. Wir dürfen und müssen und sollen aber auch nehmen, annehmen. Nicht nur von anderen, auch von der Sonne, da ist er. Es ist schön. Einfach die Ruhe annehmen, die da ist. Wirklich einfach mal Auto ausmachen. Durchatmen, bevor du direkt aussteigst und in das nächste Ereignis deines Lebens. Sei es einkaufen, sei es nach Hause kommen, sei es pipapo. Ist egal. Nimm dir bitte immer wieder die Zeit, bei dir anzukommen, mit dir Kontakt zu kommen und auch zu gucken, was ist es gerade, wie fühle ich mich gerade, brauche ich gerade was, wie war das Gespräch, das ich gerade hatte, warum fühle ich mich nach dem Gespräch auf einmal ganz anders und gar nicht so gut, hat das was mit dem Inhalt des Gesprächs zu tun und. Hinterfrage dich, also nicht dich, aber dein, wie du dich fühlst. Mach es dir bewusst, wie du dich fühlst und komme auf die Schliche, warum du dich so fühlst und was du tun kannst, damit du dich wieder gut fühlst. Weil darum geht es, darum sind wir hier, dass es uns gut geht. Das dürfen wir lernen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten Tag, eine richtig schöne Woche. Mein Name ist Iris.
Liebes Ludolf, ich bin Friedensberaterin für diesen Frieden in dir und in deinem Alltag. Bis nächste Woche. Ciao.